Heute sind wir in Leverkusen, Bayer Arena, und der Kapitän und Chef der Mannschaft, Simon Rolfes. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Kleine Stadtrundfahrt. Ja, wunderbar. Guck mal, die freuen sich schon, die Kids. Ja. Drei ältere Brüder und die Eltern beide Lehrer. Wie hast du das geschafft, so erfolgreich zu werden? Ja, glaubt es kaum. Aber naja, man muss ja sagen, als Jüngster ist ja auch ein bisschen Abstand noch zum Dritten. Hat man natürlich auch gewisse Privilegien, die anderen für einen schon erkämpft haben. Von daher lebt sich da eigentlich ganz im Windschatten quasi der anderen ganz entspannt. Warst du einen Unfall? So genau, nee, ich denke nicht. Zwei Töchter, dürfen die mal Fußball spielen? Ja, die größere fängt jetzt so ein bisschen an. Die will jetzt mit mir, jetzt einen kleinen Ball habe ich jetzt geschenkt und realisiert das jetzt auch mal im Fernsehen, dass der Papa auch mal irgendwie da was macht. Und die fängt jetzt an, wobei ich hoffe, dass nur bei den Anfangsversuchen bleibt. Hab jetzt nicht die Ambition, dass sie auch irgendwie mal Fußball spielt. Vertrag läuft aus, 2013. Wie ist der Plan? Ja, wir wollen zusammensetzen. Der Verein hat mir schon signalisiert, dass sie mit mir verlängern möchten. Und deswegen denke ich auch, dass wir da zum guten Ende kommen werden. Den Bayern werden 8 Punkte abgezogen im neuen Jahr. Wissen Sie das schon? Ja. Damit spannend bleibt. Ja, wäre gar nicht schlecht. Wäre gar nicht schlecht. Dürften dann vielleicht noch ein, zwei mehr sein. Aber nein, die Bayern sind natürlich, haben unfassbar guten Kader. Auch die Bank ist ja fantastisch besetzt. Muss ja leider sagen, für die Bundesliga, die werden ihr Ding, die werden ihre eigenen Kreise da vorne ziehen. Wer hat in München gewonnen? Ja, natürlich nur wir. Und ich denke, dass wir auch viel aus den Möglichkeiten. Wir haben natürlich nicht ganz so eine Breite wie die Bayern, aber dass wir aus unseren Möglichkeiten auch viel rausholen. Hüppi wirkt sehr cool. Ist er das? Wenn man mit ihm auf dem Platz zusammengespielt hat, dann war er wie so ein Turm hinten in der Schlacht. Und das ist natürlich eine Aura, die er auch jetzt nicht verloren hat. Morgen geht's gegen den Hamburger Sportverein. Was wird das für ein Spiel? Ja, ein Sieg, hoffe ich. Unseren Freund René Adler treffen wir ja wieder. Und dem wollen wir natürlich noch ein paar Weihnachtsgeschenke Tor legen. Ja, ich denke, sie haben sich gefangen, war natürlich dann mit Van der Vaart eine gute Verpflichtung getätigt, so ein bisschen dann wieder auch Aufschwung gebracht in den Verein. Deswegen denke ich, dass sie da zu Recht auch in dem Bereich mitspielen um die internationalen Plätze. Und deswegen wird das kein einfaches Spiel. Kießling ist unglaublich. Was ist seine größte Stärke? Arbeitet natürlich unglaublich auch für die Mannschaft, hält die Bälle sehr gut. Das ist für uns, wir haben ja kleine Spieler drumherum, kleine schnelle Spieler um ihn herum. Und dass er natürlich auch in der Luft da wahnsinnig präsent ist, das ist enorm wichtig für uns. Erstmal im ganzen Aufbauspiel, um nach vorne zu kommen. Und wenn man 23 Tore macht, dann ist der Abschluss auch nicht so schlecht. Deine größte Stärke? Meine größte Stärke ist immer schwierig zu sagen. Ich denke, ich habe ein gutes Passspiel, eine ganz gute Übersicht. Mehr will ich mich jetzt auch nicht loben. Wir haben die ganze Zeit, wir haben beide Mobiltelefonnummern gekriegt von Stefan Kiesig und deine. Wird die ganze Zeit eingeblendet unten für Jogi Löw, damit er, falls die Nummern verlegt haben sollte, damit er anrufen kann. Ja, zu Recht. Gut, dein Tipp am Ende noch, wie geht's aus? Leverkusen gegen den HSV morgen? Ein Sieg für uns. Wie ist mir eigentlich egal? 3-1. 3-1 hört sich doch gut an. Ja. So, kleine Stadtrundfahrt ist zu Ende. Simon, vielen Dank. Ja, wunderbar. Die Bayer Arena im Glanze, kurz vor dem Spiel gegen den HSV. Vielen Dank. Alles klar. Danke, ciao. Tschüss.